Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr im Gutenberg-Editor einen wiederkehrenden Block anlegen könnt. Wiederkehrende Blöcke sind ziemlich hilfreich, wenn ihr zum Beispiel ein Newsletter-Anmeldeformular in eure Webseite einbauen wollt oder in einer bestimmten Stelle auf der Seite oder auf vielen verschiedenen Seiten auf besondere Angebote oder Events hinweisen möchtet und ihr wollt die nicht auf jeder Seite anpassen müssen, wenn ihr einmal eine Änderung habt. Dafür sind die wiederkehrenden Blöcke in Gutenberg sehr, sehr gut zu verwenden. Und wie das geht, ist relativ einfach. Also ich habe hier mal zwei Seiten vorbereitet, meine Beispielseite 1 und meine Beispielseite 2. Und auf Beispielseite 1 erstelle ich jetzt einen ganz normalen Block in Gutenberg. Ich schreibe also, hier steht der Text in meinem wiederkehrenden Block. Der könnte zum Beispiel eine Anzeige sein, in der ich auf ein bestimmtes, das ist nicht so einfach zu tippen, in der ich auf ein bestimmtes Event hinweise. Okay, der Block ist fertig, ganz normaler Textblock. Wenn ich jetzt diesen Block markiere und ich auf diese drei Punkte klicke, die hier oben angezeigt sind, dann kann ich auswählen, zu wiederverwendbaren Blöcken hinzufügen. Dann erscheint hier ein Feld, wo ich dem Block einen Namen gebe. Den nenne ich jetzt einfach wiederverwendbarer Block für Anzeigen. Ihr seid komplett frei, was ihr hier als Namen eintragt. Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Wichtig ist nur, dass ihr euch später erinnert, wie ihr diesen Block genannt habt, damit ihr den auch wiederfindet. So, jetzt speichere ich diesen Block. Dauert einen kleinen Moment. Wenn ich mir jetzt die Seite ansehe, sehe ich ganz normal den Text auf dieser Seite, den ich eingetragen habe. Also wir werden es gleich sehen. Meine Beispielseite 1. Ich hätte vielleicht die Seite speichern sollen. Das wäre hilfreich gewesen. Nochmal Refresh. Ihr seht jetzt hier Beispielseite 1. Hier steht der Text in einem wiederkehrenden Block. Jetzt gehe ich auf meine Beispielseite 2 und möchte diesen Block hier einfügen. Dafür klicke ich einfach auf das Plus, also entweder hier oben in der Ecke oder auf das Plus an der Stelle, wo der Block ist. Und ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder gebe ich hier einfach einen wiederverwendbar, weil ich das ja so benannt habe, diesen wiederverwendbaren Block. Dann filtert mir Gutenberg das und ich sehe alle Blöcke, die dazu gehören. Oder ich kann auch hier in der Auswahl nach unten scrollen, bis ich wiederverwendbare finde, klicke das an und kann jetzt hier meinen neu angelegten Block, ihr seht auf der rechten Seite auch die Vorschau, in die Seite einfügen, einfach indem ich ihn anklicke. Wenn ich die Seite jetzt speichere und ich schaue mir die Seite an, dann sehe ich das jetzt auch auf meiner Seite 2, der Text steht, den ich gerade eingestellt habe. Hier steht der Text in meinem wiederverwendbaren, in meinem wiederkehrenden Block. Das ist soweit okay. Also ich habe hier einen Block, den ich immer wieder verwenden kann. Richtig schick wird das Ganze, wenn ich diesen Text jetzt ändern möchte. Ich habe hier zum Beispiel eine Veranstaltung drin stehen, die monatlich wiederkehrt und ich habe da ein Datum drin und ich möchte das Datum jetzt ändern für alle Seiten, auf denen ich diesen Block eingefügt habe. Damit ich jetzt nicht jede einzelne Seite aufrufen muss und das Datum ändern kann, habe ich folgende Möglichkeit. Ich gehe auf irgendeiner Seite, auf der dieser wiederverwendbare Block eingefügt ist, gehe auf Bearbeiten und dann klicke ich wieder auf das Plus, wähle die wiederverwendbaren Blöcke aus und klicke jetzt hier auf alle wiederverwendbaren Blöcke verwalten. Dann öffnet sich eine Seite, nämlich die Übersicht der Blockverwaltung. Hier seht ihr meinen wiederverwendbaren Block für Anzeigen. Wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten klicke, dann müssen wir einen ganz kleinen Moment warten. Okay, dann seht ihr jetzt hier den Inhalt von meinem Blog und hier kann ich den Text jetzt anpassen. Ich schreibe da also jetzt rein, hier kommt jetzt mein geänderter Text hin. Ich bin jetzt nicht so furchtbar kreativ, Rechtschreibung könnten wir vielleicht trotzdem korrekt machen und aktualisiere diesen Blog. Und wenn ich jetzt auf meine Beispielseite 1 gehe und aktualisiere die Seite, dann seht ihr, der Inhalt wird
automatisch geändert, ohne dass ich diese Seite jetzt speziell angepasst habe. Und dasselbe geht auch für meine Beispielseite 2. Ich aktualisiere Beispielseite 2 und sehe, der Text ist jetzt geändert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auf sehr vielen Seiten gleichzeitig Inhalte auszutauschen, indem ich wiederverwendbare Blöcke verwende, die ich an einer zentralen Stelle speichere und verwalte und dann auf die einzelnen Seiten einfügen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Kommentare dazu. Wenn ihr Fragen habt oder Themen, die ihr gerne im Lifehack mal besprochen haben wollt, kommentiert auch gerne hierzu. Ich greife das gerne auf. Bis dann. Ciao.